Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Baut 2. Die beiden, immer noch schön verkleidet. Ich weiß gar nicht, ob die eigentlich die Verkleidung noch behalten müssen. Ich glaube ja nicht. Wobei ich muss sagen, also ich finde ihn ja ganz niedlich als, Hasen-ähnliches irgendwas. Aber ich habe das Gefühl, ich möchte das irgendwie... Hallo? Okay. Ich möchte das irgendwie beenden. So. Okay, das ist, glaube ich, ein bisschen besser. So, brauchst du... Nein, ich würde sagen, wir geben das Nate zurück. Weil, ja. Danke. Genau. Du brauchst das nicht mehr. So, was ist mit Ivo? Ivo zieht auch mal zumindest die Maske aus. Die Klamotte kann sie ja behalten, aber die Maske, die zieht sie aus. So, was ist das? Der Lebensfunke. Behalt ihn. So. Ja, das sieht schon besser aus. So, viel besser. Und, wir gehen wieder zurück. So, wo sind wir? Moment, wo mussten wir hin? Wir mussten... Ach so! Wir mussten, glaube ich, ja, dahin. Nur die besten Kapitäne sind schon am richtigen Ort, bevor sie ihre Reise beginnen. Okay, dann sind wir ja schon da. Halt dahin. So, okay. Ja, dann gehen wir mal dahin. So. Und zwar... Ja, immer noch das Problem mit dem Schlösser. Können wir? Nein. das haben wir ja schon probiert. Ist eigentlich hier irgendwas so raus? Nein, nur der da. Okay. Nein. Nein. Eine Step. Hey! Nein. why not? Hey! Ja, na klar. Ach, guck mal, das ist nur bei ihm. Suchst du den hier? Das würde ich mir überlegen. Genau, weil... Denk mal nach, wie habe ich den Schlüssel bekommen? Na, mit Magie. Oh. Schau dir an, was Magie alles bewirkt hat. Willst du in ein rosa Tütü gesteckt werden und mit Chantal spielen? Lauf, ich gebe dir 10 Sekunden Vorsprung. ja, los, lauf! Ja, okay, er ist weg. Ach, gucke mal einer an. Oh, der Hippo. Die Kleine hat nicht nur einen gesegneten Appetit, sie hat auch eine fantastische Verdauung. Ja, und zwar... Ja, großer Schissi. Noch was? Die Kleine. Nein, okay. Ja, ist gut. Was machen wir jetzt? Ja, da rein. Nicht wahr? Ja. So. Da bin ich wieder. Was? Keine Bewegung. Wie bist du an dem Affen vorbeigekommen? Mit Magie. Vielleicht hat die unsichtbare Macht mir geholfen. Das nimmst du zurück. Oh. Ganz ruhig, ich will keinen Ärger. Und du hast immer noch den Kopf. Ich wollte nur mit meinen alten Freunden abhängen. Richtig, Kumpels? Gut. Gut. Sie sind alles, was mir geblieben ist. Okay. Jetzt lass mich ja mal überschlägen. Also, das ist das Buch, das ist der. Das ist Jena. Die Statue ein Stück. Die Frage ist, warum soll ich das tun? Kann ich mit ihm reden? Am besten lasse ich mir schnell etwas einfallen, wie ich ihn dazu bringen kann, mir den Kompass zu geben. Und dann nichts wie weg hier.
Der rote ist ein Pulverfass und um ihn herum brennt alles lichterloh. Okay, Wasser? Oder was? Kann ich den Schlüssel? Nein. Kann ich... was ist denn eigentlich mit diesem Notizbuch? Ja, keine Ahnung. Besser nicht. Ich befürchte, das würde ihm gefallen. Und dann lässt er mich schlimmstenfalls nicht mehr gehen. Ja, okay, das? Nein. Warte mal, mit der Statue. Da war doch was mit der Statue. Das ehrlich. Nee. Au! Ah, ich hab ein... Au! Ich hab seit einer Ewigkeit immer wieder so einen Schmerz, manchmal im Arm oder in der Hand. Und im Moment ist das in der Hand ganz extrem. Das ist wie eine Sehnenscheidenentzündung. Wer sowas schon mal hatte, der weiß, von was ich gerade rede. Also vom Schmerz meine ich. Oh, und das ist aber keine Sehnenscheidenentzündung. Das ist irgendwas anderes, aber es fühlt sich fast genauso an. Und das ist so ein fürchterlich stechender Schmerz ab und zu. Deswegen also bitte mal nicht böse sein, wenn ich ab und zu mal, sagen wir mal, nein, ach Gott, lass doch den Hut aus. Ab und zu mal laut auf, hey, hallo. Hallo. Am besten lasse ich mir schnell etwas... Der rote ist ein Pulver. Nate, du heiße... Ach, du heiße Flamme. Au! Okay. Nate, du heißes Stück... Ja. Hat William sich gerade bewegt? Ja. Weiß nicht. Hat er? Naja, warum sollte er nicht? Freunde, lebendige Freunde, bewegen sich, nicht wahr? Ja. Besser nicht. Der Rote würde bemerken, wenn ich die Statue verrücke. Aha. Okay, komm, wir ziehen es wieder aus. Das ist ja lästig. So. So. Oh, Nama. Er hat sich bewegt. Nein. Er hat sich bewegt. Niemand bewegt sich. Er will mir etwas sagen. Nein. Du meinst, die steinerne Statue will dir etwas sagen? Nein. Das könnte böse für dich ausgehen. Oh, das glaube ich böse? Doch nicht. Naja, du hast ihn verwandelt, oder? Vielleicht gefällt ihm und den anderen das nicht. Und wie willst du dich dagegen wehren? Sie sind schon aus Stein. Mhm. Oh, ich lasse sie nicht aus den Augen. Okay. Okay. Am besten lasse ich mir schnell etwas einfallen. Hallo? Der Rote ist ein Pulverfass. Hallo? So. Nein. Zeit, etwas Spaß zu haben. Oh, okay. Oh. Was war das denn gerade? Sie kommen! Nein! Nein! Was wollt ihr von mir? Was? ja? Ich glaube, sie wollen dir eine Chance geben, doch noch ein anständiges menschliches Wesen zu werden. Aber wie mache ich denn das? Du könntest damit anfangen, zur Piratenbucht zu reisen und dich bei den anderen zu entschuldigen. Oh. Bei diesem undankbaren Gesocks entschuldigen? Ja, und vielleicht fängst du damit an, sie nicht undankbares Gesocks zu nennen. Mhm. Na los, bevor die Statuen es sich anders überlegen. Ja. Das hat besser funktioniert, als ich zu hoffen gewagt hätte. Nice. Und es ging auch schneller, als ich dachte. Wow. Und schon sind wir durch. Wir haben den Kompost.
Ja. Ja. Der Geisterkompass. Damit haben wir das Buch der Toten, den Kompass und den Lebensfunken. Und das heißt? Alles, was wir brauchen, um Alistair zurückzuholen. Ah. Auf zum Orakel. Ah, das Orakel. Moment, wieso, was denn? Du bist doch schon da, du brauchst doch nur rüber zu gehen. Alter. Ulasam, Eret, Barium, Exetric. Gut, jetzt noch der Lebensfunke. Ja? Ja? Was? Was? Wir haben den Frosch auf den Kompass gesetzt und ich habe die richtige Zauberformel aus dem Buch der Toten vorgelesen. Ach so, das ist ein Frosch. Nur noch der Lebensfunke. Ah, der sitzt da. Das sieht man ja überhaupt nicht. Bisher wusste er, was er tut. Hoffen wir, dass es so bleibt. Bisher. Okay. Haben wir noch mehr hier? Ah, mal gucken. Hallo? Ein Auge? Ein Ding? Was? Nein. Okay, der Lebensfunke. Dann gib ihm. Und. Qualagalak. Es hat nicht geklappt. Doch. Was ist geschehen? Oh. Erzmagier Alistair? Warum bin ich ein Frosch? Ja, warum? Ja, warum ist er noch ein Frosch? Wir haben seinen Geist zurück in diese Welt geholt. Die Rückverwandlung in einen Menschen war nie Teil der Abmachung. Oh, oh. Aber es gibt einen einfachen Weg, einen verzauberten Frosch zurück in einen Menschen zu verwandeln. Und der wäre? Er muss lediglich von einer jungfräulichen Prinzessin geküsst werden. Das wird jetzt ein Problem. Nur, wo sollen wir so eine finden? Also Ivo ist es nicht. Nein, Ivo ist es nicht. Nun ja, sie ist doch nicht. Oh, aber ich verstehe nicht. Warum ist Ivo schwanger? Ja, eben. Das Artefakt. Hä? Ivo trug lange das Artefakt des Schicksals, das jeden Wunsch erfüllen kann. Alter, was? Wenn man sich in der Nähe eines so mächtigen magischen Gegenstands befindet, kann die Magie abfärben. Oh. Sie wirkt nach, selbst wenn man den Gegenstand nicht mehr hat. Oh. Aber ich habe mir kein Kind gewünscht. Ich spreche nicht von dir. Du hast mir das angetan? Du hast dir gewünscht, mit mir eine Familie zu gründen? Oh. Das, ja, aber ich wusste ja nicht. Ivo vom Waldlandreich, möchtest du meine Frau werden und den Rest meines Lebens mit mir verbringen? Ja. Ja. Und das alles vorm Hören. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Wir werden bald eine richtige Familie sein. Und wir mussten dafür nicht einmal Sex haben. Ja, super. Ja, toll, ne? Aber nun erzählt, was ist geschehen? Und der arme Nate. Jetzt hat er eine Familie und naja, ach, er durfte nicht mal. Dumm gelaufen. Oh Gott. Oh Mann. Was? Okay. Sie wurden in einen Frosch verwandelt. Von der kleinen Van Buren. Da war ein Golem. Und Munkus, der Hexenmeister. Er hat Wilbur ausgetrickst. Aber sie hatten den Golem in Sekunden zerlegt und auch Munkus wäre kein Problem für sie gewesen. Mhm. Aber dann war da eine ungeheure magische Energie. Ich war unvorbereitet und ich konnte ihr nicht widerstehen. Das war die Kleine. Sie hat Wilbors Zauberstab in die Hand bekommen. Und weil sie eine Nachfahrin des Hexenmeisters ist, der den Stab gemacht hat... Wilbors Zauberstab ist der Stab von... Mögen uns die Götter beistehen. Oh oh. Die Kleine hat halb Seefels verwandelt. Und hier war sie auch schon. Ich hatte schon mit Magiern zu tun, aber was die abzieht ist... Wow. Wo sind Wilbur und Remy? Tot. Also tot. Remy ist tot. Aber nicht wirklich.
Es tut mir so leid, Erzmagier, aber Remy ist tot. Er wurde von einem Geist getötet. Nein, der ist nicht tot. Er ist... Nein, ich spüre ihn noch. Eben. Er ist in Wilbors Armen gestorben. Im Tempel, in dem er vor Jahren Wilbors Zauberstab gefunden hat. Nein, nein, nein. Was für ein Tempel? Unter Seefels. Genau weiß ich es nicht. Wilbur meinte, er sei irgendeiner bösen Gottheit geweiht. Den Namenlosen hat er ihn genannt. Oh, das ist dann wohl nicht so gut? Einige Hexenmeister haben dort Rituale abgehalten und eine Maschine gebaut. Der Zauberstab. Er ist von den Van Burens über Remy zu Wilbur und dann zum Van Buren-Mädchen gewandert. Ich hätte ihn genau untersuchen müssen. Ja, aber das ist halt so, ne? Ja, wie ist das eigentlich? Geht's Ihnen gut? Ich meine, Sie sehen ein bisschen angeschlagen aus. Geht es Ihnen gut, Meister Alistair? Ich fühle mich sehr schwach. Ich habe tagelang darum gekämpft, die letzte Verbindung zwischen meinem Geist und dieser Welt nicht abreißen zu lassen. Auf jeden Fall gut, dass Sie wieder da sind. Es passiert gerade eine Menge seltsames Zeug. Mhm. Ja, und dann, wie ist das eigentlich mal so, also nebenbei gefragt, mit dem Kind? Nate und mein Kind. Wird es tatsächlich Nates und meins sein? Es wird nicht irgendwie Hörner haben oder so, nur weil es magisch gezeugt wurde, oder? Es wird euer Kind sein. Seine Geburt und sein Leben werden genauso magisch sein wie bei jedem anderen Kind. Mhm. Das heißt auf Übersetzung. Okay, was? Der Wilbur ist im... Wieso ist der im Büsterwald? Ach so, er will ein Buch finden. Ah, wie man den Zauberstab... Ah, Wilbur sucht im Düsterwald ein Buch, in dem steht, wie man Van Burens Zauberstab zerstören kann. Genau wie Remy es ihm aufgetragen hat. Das war nicht Remy. Und in dem Buch steht auch nicht, wie man den Zauberstab zerstören kann. Beide Brüder haben zusammengearbeitet, um... Wir müssen Munkus um jeden Preis aufhalten. Was er vorhat, ist Wahnsinn. Munkus? Wieso? Sind die Van Burens nicht das eigentliche Problem? Sie verwandeln Stück für Stück unsere Welt. Eine Welt, die es vielleicht nicht mehr geben wird, wenn Munkus das Buch aus dem Düsterwald in die Finger bekommt. Schnell! Gebt mir meinen Zauberstab. Wen? Nun, ja, also, tja, ihr Zauberstab. Ja, also, euer Zauberstab. Ihr habt ihn nicht mitgebracht, oder? Er müsste noch in Sicherheit sein. Wir müssen ihn holen, sofort. Ohne ihn kann ich meine magischen Kräfte nicht richtig kanalisieren und ich fühle mich so schwach wie noch nie zuvor. Oh. Ich werde der Mary Dampf machen. Los geht's. Okay, und Lossi. Was auch immer. Was? Hi, Fee. Wir haben den Erzmagier zurückverwandelt. Und du wirst es nicht glauben, aber Ivo und ich... Du hast mich reingelegt! Wo ist die Elfe? Weg! Hey, hey, hey! Vorsichtig mit dem Ding! Was ist hier los? Alistair! Dieses Mal gibt es keinen Weg zurück! Ivo! Kommen Sie, Alistair! Oder wollen Sie sich weiter hinter Ihren Freunden verstecken? Nate? Ivo, du musst gehen. Jetzt! Aber ich muss... Okay, und nun? Was passiert Honey, jetzt? Ich hab's drin Sinn gemacht! Oh. Keine Sorge, mein Schatz. Der gute Erzmagier hat keinen Stab. Und er ist schwach. What the... Au, mach doch einfach hoch. Boah, wo hat die das Ding überhaupt her? Wie ist die da... Und wieso ist der Berg hier wieder voll? Der war doch halb leer gegessen. Und wo ist der Riesenschiss und das Tier und überhaupt und... Ja? Es geht hier nicht um Sie und Ihren kleinen Staatsstreich, Mrs. Van Buren. Es sind andere Kräfte am Werk. Finstere Mächte. Die Sie natürlich aufhalten könnten, wenn wir Sie laufen ließen, oder? Sie verstehen nicht.
Es geht um das Ende der Welt. Ha! Sie würden alles erzählen, um Ihren Hals zu retten, Alistair. Ja, du doch auch. So sieht's doch mal aus. Du doch auch. Der Zauberstab muss zerstört werden. Er ist der Schlüssel zu unsagbarem Leid. Er ist der Schlüssel zur Macht. Meiner Macht. Chantal, wenn wir den Zauberstab nicht zerstören, werden schreckliche Dinge passieren. Hör nicht auf ihn. Es ist meiner und ich mache keine schrecklichen Dinge. Doch. So ist's brav, mein Wonneproppen. Ja, vor allen Dingen Proppen. Oh, wow. Legen Sie den Kopf weg. Er ist gefährlich. Es gibt kein bekanntes Mittel gegen die Versteinerung. Deswegen wird es auch niemand wagen, meinen Herrschaftsanspruch in Frage zu stellen. Oh, leck mich doch. Der mächtigste Zauberstab der Welt und ein Kopf, der jedes Wesen aus Fleisch und Blut zu Stein verwandeln Tja, kann. Tja, dann bist du ja bald wir wirklich... Wir halten die beiden ultimativen genau. Waffen Aventasiens in Händen. Ja. Niemand wird uns aufhalten können. Genau, und du bist bald Sie alleine. Sie haben recht. So ich kann euch alleine. Nicht gehen lassen. Ha! Wie wollen Sie uns aufhalten? Was jetzt? Was jetzt? Ah! Gucke mal! Was macht er denn jetzt? Aha. What the? Schieß! Sie haben nicht gewonnen. Ich werde mächtiger, als Sie es sich auch nur entfernt vorstellen können. Was? Wieso hat die jetzt eigentlich... Aber das ist doch alles Blödsinn. Wenn es sich so zugetragen hätte, dann wäre ich ja... Nein. Was glaubst du, was das hier für ein Ort ist, Nate? Was? Oh. Oh, was? Was war das? Lass mich los! Das würde ich auch sagen. Du kannst ihm jetzt nicht helfen. Aber wir können ihn doch nicht zurücklassen. Wir müssen Munkus davon abhalten, im Tempel des Namenlosen ein Tor zu dessen Kerkerdimension zu öffnen. Mir ist dieser Namenlose doch völlig egal. Ich muss meinen Mann retten. Ivo, Nate ist fort. Gibt es denn gar keine Hoffnung? Doch, noch gibt es Hoffnung. Aber wenn der Zauberstab das tut, wofür er erschaffen wurde... wäre es das Ende aller Hoffnung. Für Nate, für dich, für euer Kind. Wenn du ihn retten willst, musst du nach Seefels. Was ist zu tun? Ich wollte Van Buren nur Angst machen. Ich bin nicht mehr mächtig. Ich bin vielmehr tot. Es kostet mein letztes bisschen Kraft, hier in der Welt der Lebenden zu verweilen. Und bald werde ich sie verlassen müssen. Oh, nein. Deswegen ist es an dir, dem Vieh, Wilbur und euren Gefährten, Munkus aufzuhalten. Ja. Er darf die Maschine im Tempel nicht benutzen. Wir werden ihn aufhalten. Seid vorsichtig. Er ist clever, er ist mächtig und zu allem bereit. Richtig. Ich werde versuchen, Wilbur im Düsterwald zu warnen. Er wurde reingelegt. Und spielt dem Feind in die Karten, ohne es zu wissen. Mir bleibt nicht viel Zeit. Lebt wohl. Wir? Aber was soll ich tun, wenn... Wir sehen uns später in der nächsten Folge wieder. Ich komme wieder, so schnell genau. ich kann. Und wir werden wieder zusammen sein. Richtig. Aber im Moment liegt unser aller Hoffnung in Seefels. Genau. Und bei Wilbo im Düsterwald. Und in der nächsten Folge. Bye-bye und tschüssi. Bye.